Herzlich willkommen zu unserer dritten Passionsandacht. Ich hoffe, es geht euch gut, wo immer ihr auch seid. In dieser Corona-Zeit, in dieser Zeit, in der so vieles ganz anders ist. Jesu Weg, sein letzter Weg zum Kreuz, er war auch ganz anders. Anders als alle Wege, die er vorher gegangen ist. Wir wollen heute noch einmal diesem Weg nachdenken. Wir wollen ihn betend begleiten. Wir wollen singen. Doch in den alten Passionsliedern, dem noch einmal nachspüren, was ist da eigentlich passiert auf diesem Kreuzweg? Vielleicht zündet ihr euch eine Kerze an, ihr lasst wieder das YouTube-Video laufen und lasst euch von dem ansprechen, der jetzt hier mitten unter uns ist. Das Schöne ist ja, Gott verbindet uns. Ob wir hier in der Kirche sind, ob wir irgendwo anders uns gerade befinden, am Smartphone, am Laptop, Gott ist da. Und so feiern wir diese Passionsandacht im Namen Gottes des Vaters, im Namen von Jesus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir können unsere Gedanken in die Worte von Psalm 22 hineinlegen. Das sind die Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Uns treibt gerade dieses Coronavirus umher.
fragen uns, was noch alles kommen wird. Auch unsere Themen abseits von Corona machen uns zu schaffen. Du weißt es nur zu gut. Jesus, du hast selber gelitten. Du bist am Kreuz gestorben. Und wir gehen in dieser Woche den Weg mit dir dorthin. Am Ende wirst du auferweckt werden. Und wir werden sehen, du bist größer als die Angst und stärker als der Tod. Daran halten wir uns fest. Danke. Amen. Ich lese einzelne Worte aus der Markus-Passion. Jesus betet im Garten Gethsemane. Er sagte: Abba, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Etwas später, Judas ging sofort auf Jesus zu, sagte: Rabbi, und gab ihm einen Kuss. Da packten sie Jesus und nahmen ihn fest. Später ließen ihn alle seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Bei seiner Verurteilung heißt es, sie erklärten einstimmig, er ist schuldig und muss sterben. Da fingen einige an, ihn anzuspucken. Sie warfen ihm ein Tuch über den Kopf, schlugen ihn mit Fäusten. Und auch die Männer, die Jesus verhaftet hatte, schlugen ihn. Petrus verleugnete Jesus zum dritten Mal und sagte: Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Sie ließen Jesus fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Später fragt er: Was soll ich mit dem anderen machen, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus wollte die Volksmenge zufriedenstellen. Deshalb gab er ihnen Barnabas frei. Jesus ließ er auspeitschen. Die Soldaten hängten Jesus einen purpurfarbenen Mantel um. Sie flochten ihm eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Sie jubelten ihm zu wie einem König. Dabei schlugen sie ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an. Nachdem sie ihn verspottet hatten, führten sie Jesus aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen. Jesus ist ganz am Boden. Das sehen wir heute auf unserem Bild. Diese vierte Station, die der Künstler Sieger Köder gemalt hat, ist eine Station zwischen Himmel und Erde. Jesus ist zwar noch am Leben und gleichzeitig dem Tode so nahe. Auf dem Bild sehen wir Jesus, zusammengebrochen unter der Last des Kreuzes, das er zu tragen hat. Er liegt im Staub, geschunden, ohnmächtig und schwach. Das Gesicht im Dreck, niedergedrückt zur Erde. Und er liegt unter diesem schweren Holzbalken. Das wird deutlich, Jesus kann nicht mehr. Die ganze Welt scheint auf ihm zu lasten. Einsam, alleingelassen, niemand ist da. Wenn Jesus da so am Boden liegt, dann sehen wir in ihm auch stellvertretend das Leid von so vielen Menschen bis heute. Ich denke an Menschen, die im Krieg alles verloren haben. Menschen, die Abschied nehmen mussten von ihren Kindern und ihren Liebsten. Heute denke ich an die, die vor Gewalt und Brutalität geflüchtet sind, sich erhofft haben, irgendwo ja, einen Ort einzurichten, in dem sie sicher sind. Dann haben sie sich mit ihrer ganzen Familie auf den Weg gemacht. Vielleicht mussten sie in ein Gummiboot steigen und diesen gefährlichen Weg über das Meer nehmen. Und jetzt vegetieren sie in irgendwelchen Camps vor den Grenzen Europas dahin. Ich denke an so viele Menschen, die durch ihre schwere Krankheit vom Tod bedroht sind. Vielleicht gerade durch dieses Coronavirus. Ich denke an missbrauchte Kinder, an Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, an Menschen, deren Leben wie auch immer gescheitert ist. Gewalt, Ohnmacht, Verzweiflung,
Angst, Sprachlosigkeit, das sind die Schlagwörter, die mir einfallen, wenn ich an diese Menschen denke, wenn ich auf dieses Bild sehe, wie Jesus da am Boden liegt. Von dem Menschen als Ebenbild Gottes ist nicht mehr viel zu erkennen. Oder gerade doch? Unser Bild, es zeigt den schweren Balken, der den Blick des eingequetschten Kopfes und die hilflosen Hände zu Boden drückt. Darüber erhebt sich hoch ein graublauer Himmel mit einer fahl scheinenden Sonne. Weit weg ist diese Lichtquelle, in kosmischer Ferne scheint sie zu sein, was das Gefühl von Einsamkeit noch verstärkt. Und doch, bei genauer Betrachtung, scheint es eine Verbindung von diesem fernen Licht hinunter zur Erde zu geben, zu diesem Geschehen, was da unten gerade passiert. Durch diesen grauen Himmel hindurch fällt etwas Licht, auch auf das dunkle Holz und breitet sich auf dem Gesicht von Jesus aus. Was deutet dieser Lichtstrahl an? Vielleicht ganz banal, vielleicht deutet er an, dass Gott sieht. Er hat das im Blick. Er sieht, wenn wir ganz am Boden sind. Er ignoriert das nicht. Er sieht meine Not und er sieht meine Verzweiflung. Der Mensch am Boden, ja, er ist im Blick Gottes. Und unser christlicher Blick auf das Kreuz geht ja sogar noch einen Schritt weiter. In Jesus unter dem Kreuz liegt Gott selbst hier am Boden. So nahe kommt er seinen geliebten Geschöpfen in ihren Niederlagen und auch in ihrer Not. Er kennt, was Menschen durchleiden, wenn sie ganz unten sind. Da ist er ganz da, in der Nähe des Todes und auch im Sterben und auch im Hinübergehen. Mir hilft dieser Gedanke, auch weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich mich selbst mit meiner abgrundtiefen Lebensangst, auch mit meiner Verzweiflung an Gott wenden kann. Ich muss ihm nichts vormachen. Ich muss keine heile Welt ihm vortäuschen. Das mache ich schon oft genug meinen Mitmenschen gegenüber, auch oft mir selbst. Vor Gott muss ich nicht verstummen, ganz verschämt, weil ich gescheitert bin. Ja, ich kann das benennen. Ich kann das zur Sprache bringen, was mich zu Fall gebracht hat. Auch das, was ich selbst verschuldet habe. Und allein das in Worte zu fassen, das entlastet so sehr. Gott weiß um diese Lasten, die einen runterdrücken, die einen klein machen und fertig machen. Mit Gott schaffe ich es aber auch wieder aufzustehen. Du kannst nicht tiefer fallen als allein in Gottes Hände. Er fängt dich auf, er hält dich. Vertraue darauf, auch wenn das Dunkel um dich herum so finster ist. Auch wenn du Gott nicht sehen kannst oder das Gefühl hast, er ist gar nicht da, wenn du nichts von ihm spürst. Gottes Lebenskraft ist stärker als der Tod. Ein für alle Mal. Jesus selber hat einmal gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Daran können wir uns festhalten. Und ich wünsche uns ganz viel von dieser Glaubenskraft und von dieser Vertrauenskraft, selbst dann, wenn wir ganz unten liegen, wenn wir am Boden sind. Ja, denn irgendwann können wir wieder mit ihm auferstehen. Aber das ist eine andere Geschichte.
einen kleinen Gebetsimpuls und ihr könnt dem gedanklich nachgehen. Gott, auch heute kommen wir wieder zu dir. Höre das, was mein Herz bewegt. So geht hin in diesen Tag, in diesen Abend, wo immer ihr auch seid. Ich wünsche euch Gottes Segen. Geht mit Gottes Frieden, geliebt, gesehen, gehört, gesegnet als Kinder Gottes. Amen.